Wir reagieren heute auf die 21. Folge von Nachschlag. Heute geht es um Korrektiv, um tödliche Feigheit und unser Produktionsteam. Drohenden Dritten Weltkrieg. Okay, um den geht es hier häufiger, aber angesichts der aggressiven Politik des Westens wird dieser Weltkrieg ja leider Gottes immer wahrscheinlicher. Wer kennt, das ist eine Talkshow, die der ehemalige Linkspolitiker Dieter Dehm, der ja aus der Querdenkenbewegung bekannte Publizist Paul Brandenburg und der Journalist Kevan Sofisiyavash, wo die drei halt miteinander diskutieren. Und darauf reagiere ich immer, weil das relativ spannende Diskussion ist und man hier auch mal ein paar andere Sichtweisen präsentiert bekommt, als das, was man bei ARD und ZDF so zu sehen bekommt. Damit wir die Sendung fortsetzen können. Dieter, Korrektivpogrom, der Stürmer war gestern, sagst du. Warum? Der Stürmer war eine Nazi-Zeitung mit sehr aggressivem Gehalt, die sich durch zwei Dinge ausgezeichnet hat. Erstens, sie haben durchweg versucht, wie die Nazis auch, linke Embleme zu besetzen, zu usurpieren. Sie haben die rote Fahne genommen für ihre Nazi-Fahne. Sie haben den 1. Mai als Kampftag genommen für ihren Nazi-Feiertag. Sie haben sich nationalsozialistische Arbeiterpartei genannt. Nichts von den drei Begriffen hat gestimmt. Sie haben also es geschafft, Begriffe zu besetzen. Das macht jetzt die extremistische Mitte. Ein sehr guter Vorschlag, der da aus dem Chat kommt. Geschwindigkeit hochstellen, wenn Dieter Dehm redet. Ich meine, das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn Kevan Sofisiyavash redet und wenn die... Um ein Zitat von Patrick Barb zu nehmen, auch. Sie besetzen Begriffe, für die ich zum Beispiel seit 1966 gekämpft habe. Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und so weiter und so weiter. Und nutzen sie für den Krieg. Für den Krieg gegen Russland, für den Krieg im Gazastreifen und für den Wirtschaftskrieg gegen China. Also eine Übereinstimmung dabei. Und der Stürmer hat es geschafft, Demonstrationen mit oppositionellem, rebellischem Gefühl, Grundwohlsein für die Regierung hinzubekommen. Also eine Demonstration gegen die Opposition. Auch das geschieht jetzt mit sehr modernen Mitteln und eben soft und woke. Man stelle sich vor, es gäbe jetzt eine Schlagzeile, die hieße Marx verstößt gegen das gute Meinungsdurchsetzungsgesetz. Dann würde das möglicherweise relativ bald zu einer Strafe führen können. Aber das gute Meinungsdurchsetzungsgesetz klingt zwar nach Ampeln, es gibt es noch nicht ganz. Nancy Faeser hat schon die Weichen in diese Richtung gestellt. Und sie trägt sich gerade den Namen, glaube ich, ins Markenamt ein, Dieter. In diesem Augenblick. Handbuch, Urheberrecht, das gute Meinungsdurchsetzungsgesetz. Und der Marx, von dem hier die Rede ist, ist Andreas Marx. Und das ist der Leiter des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum in Leipzig. Und der hat folgende volksverhetzende Aussage gemacht, die wahrscheinlich Grüne zu einer CO2-produzierenden Weißglut treiben dürfte. Eine Dürre ist ein Extremereignis. Jedes Extremereignis geht irgendwann vorbei. Es ist absurd, wenn Verbände... Ja, sonst wäre es kein Extremereignis. Das ist ja eigentlich logisch. Von einem erneuten Dürresommer warnen. Das ist Lobbyismus. Soweit Andreas Marx vom Dürremonitor in Leipzig. Also was dann vielleicht irgendwelche autowaschenden Faschisten dazu verleiten könnte, weiter im Sommer Wasser auf ihr Auto zu gießen. Und dafür dann entsprechend würde der Mann eine Strafe wegen Aufwiegelung zum was weiß ich, ja, Klimatod oder Klimamord bekommen. So ähnlich war auch das Drehbuch der Potsdam-Saga. Und der große Knall war am 2. Januar. Jetzt ist sein Peakpoint überschritten. Jetzt gibt es noch so ein bisschen Nachgeplänkel. Aber bei den großen Demos ist die Luft raus. Und lange hatte ja Korrektiv, was ich durchaus in einer gewissen Fortsetzung des Stürmer sehe, seine Recherche getrieben, das dann eine Woche lang als Theaterstück aufgeführt und von einem Masterplan Remigration mit Massendeportationsplänen gesprochen. Jetzt haben sie auf die Nuss bekommen, das Hamburger Landgericht, die Pressekammer, hat zumindest einem ganz gewichtigen Punkt Ulrich Vosgerau von der CDU Recht gegeben in einem Presseverfahren und sie müssen ihren Artikel korrigieren, aber immerhin, sie wollen es jetzt nicht ganz so gemeint haben und fast stündlich ändert Korrektiv jetzt seinen Artikel
von Massendeportation wollen sie nichts mehr geschrieben haben, haben dann irgendwelche Software und Formulierungen elektronisch eingesetzt. Gleichwohl, Bundeskanzler Scholz sprach von abstoßenden Umsiedlungsplänen. Er meinte nicht etwa die Umsiedlung von Palästinensern nach Ägypten, die real stattfindet, sondern die sogenannte Geheimkonferenz von Potsdam. Und wie sie das alles inszeniert haben, das ist schon stürmerreif und erinnert auch ein bisschen an bestimmte Kriegsanlässe, seien sie nun der angebliche Überfall auf den Radiosender Ratschak oder seien es eben auch die Medienlügen, die zum Überfall auf den Irak geführt haben. Frau Faeser, die das Ganze ja schon entsprechend vorbereitet, da haben wir ja schon dank Paul das letzte Mal ausführlich drüber gesprochen, spricht dann auch immer wieder von klaren Erkenntnissen, hinlänglichen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörde. Das sei alles belegt. Wer aber genau hinschaut, muss bedauerlicherweise feststellen, dass eben die Aussagen, die über das Treffen verbreitet wurden, zum allergrößten Teil nicht stimmen. Und dann hat irgendwann Korrektiv, es ist ja auch wirklich ein Witz, gesagt, sie seien mit einer solchen Uhr, ich habe so eine Uhr, in Potsdam herumgelaufen und hätten da also investigativen Journalismus praktiziert, indem sie Videoaufnahmen und Fotos und Tonaufnahmen gemacht hätten. Der Witz ist nur, dass diese Art von Uhren überhaupt keine Kamera haben. Das haben sie dann wieder irgendwie korrigiert und dann wieder versucht, das zurechtzuschwurbeln, um ihr Buch der AfD-Komplex dann auch zu verbreiten, der zufälligerweise genau in dieser Zeit erschienen ist. Dann haben sie ihre Worte ständig verändert. Also das ganze Ding zeigt schon im Detail, wie hier gelogen wird und die entsprechenden Korrektivredakteure dann auch zu Massenhelden auf den Kundgebungen hochgejubelt werden sollten. Sie sind auch pausenlos mit der Bundesregierung, die sie indirekt ja auch sponsert und bezahlt, im Gespräch gewesen. Und die Berliner Zeitung, ich weiß, Paul, du musst jetzt tapfer sein, hat hier wirklich einen sehr aufklärerischen Artikel gegen Korrektiv veröffentlicht. Und darüber freue ich mich jedenfalls. Ich hoffe, du freust dich damit gemeinsam, dass sie auch nachgewiesen haben, wie hier wirklich eine Pogromstimmung entfacht wird. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut von einem rechten Demokraten, den es in die AfD verirrt hat, stecken. Das ist wirklich so, wie jeder von uns hat es erlebt, dass dort wirklich die Menschen um ihre Gesundheit bangen müssen. Und diese Stimmung, die so mit diesem King Kong-Brustgetrommel sagt, wir sind die Besseren. Wir haben das verdammte Recht, auf dieses Gewürm von rechts draufzutreten, draufzuschlagen, Rohrbomben zu werfen oder sonst was. Hat nur einfach die Begriffe ausgewechselt, aber hat die Methoden des Stürmer und hat sie so verfeinert und so modernisiert, dass einem wirklich Angst und Bange werden kann. Ja, das ist so. Und Dieter, ich danke dir, dass du trotz dieser Analyse den Humor nicht verloren hast. Da drin ist ja was Tröstliches, wenn du sagst, jedes extreme Ereignis geht irgendwann vorbei. Dass ich mal Max zitieren muss, ich bin ja froh, dass das ein anderer ist. Und dann noch vom Dürre-Monitor, da denke ich natürlich immer an Herrn Restlecker, wenn man so im Monitor drinsteht und Dürre, da passt es ja rein. Also es fällt momentan schwer, die Heiterkeit zu behalten. Mhm. Denn dieses Erobern der Sprache, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, aber aus meiner Sicht muss man es auch immer wieder tun. Nicht? Das, was ja in den Deutschkursen der Vorgängergeneration von uns hier sogar noch runtergebetet wurde, auf und runtergebetet, LTI wurde da mal hochgehalten, nicht Lingua Tertii Imperii, als das Standardbuch, was uns allen sagt und zeigt, wie die Nazis die Sprache besetzt haben, um dann die Köpfe damit zu erobern und die Köpfe einzunehmen und platt zu machen. Genau das Gleiche, würde ich sogar sagen, Dieter, genau das Gleiche passiert jetzt gerade. Und ich dachte, hier, Paul, wenn ich da ganz kurz unterbreche, ich bin ja auch Liedermacher, wie du weißt. Habe ich noch nie von gehört. Ich habe ja auch eine Arbeiterlieder-CD gemacht. Ich kann dir mindestens aus dem Kopf 30 Arbeiterlieder, für die Leute zusammengedroschen wurden, eingesperrt wurden, die illegalisiert wurden, wo die Künstler Berufsverbot hatten, nennen. Die sämtlich von den Nazis mit kleinen Auswechslungen so übernommen wurden, in der Melodie, teilweise auch in der Kernzeile, die so von den Faschisten usurpiert wurden. Also der Versuch, Sprache zu besetzen, Kultur zu besetzen, Elemente zu besetzen, die den Menschen an Hirn und ans Herz gehen, ist ein ständiger Versuch, nur der hat eine solche perfide Raffinesse angenommen, dass es eben doch ein wenig neu ist und man nicht einfach nur in den alten Klamotten suchen muss. Findest du? Also ich finde ja, es ist genau das Gleiche. Ich finde die nicht raffinierter als vorher. Es ist exakt das Gleiche. Letztlich ist es das Hufeisen. Jede Form von Terrorismus, von Totalitarismus ist da gleich. Und man kann eben mit den wildesten oder mit den scheinbar edelsten Ansprüchen und Aussagen, siehe Bibel oder andere Religionsbücher, die schlimmsten Grausamkeiten begehen und sie einfach in ihr Gegenteil verkehren. Genau das erleben wir ja gerade. Okay, weil bevor wir zum Krieg kommen, der da irgendwie über allem hängt, auch über unsere Sendung heute hier, ich weiß nicht, wie du siehst. Also was da gerade passiert an Pressearbeit, ist ja
immer platter eigentlich, oder? Ich finde es nicht elegant, wenn wir jetzt hören, dass die Zukunft AfD-Berichterstattung, sagt der Deutsche Journalistenverband, soll mit Warnhinweisen versehen werden, wie auf Zigarettenpackungen. Man soll jetzt also immer, hat der DJV, die Neue Reichspressekammer, bekannt gegeben, immer gleich die extremistische mit dazu nennen. Eigentlich wird es doch platter, oder? Also sagen, als sie dich damals mobbten, waren sie noch subtiler. Ja gut, aber ich möchte jetzt mal zurückmobben oder das, wenn es heute normal ist, dass man mit Worten um sich wirft, die ganz klar für eine Zeit stehen in Deutschland, die man als das Dritte Reich bezeichnet, dass man einfach Wannsee-Konferenz sagt, dann würde ich sagen, diese Leute, die das machen, die wollen ja die Endlösung der Opposition. Die wollen uns in Lagern sehen. So, die wollen uns irgendwas herstellen, wahrscheinlich Seife machen. Sage ich, unterstelle ich jetzt mal diesen Typen zurück, ja, ist ein bisschen übertrieben. Ich übernehme jetzt mal Übertreibung, damit ihr mal merkt, was bei euch eigentlich vor sich geht. Ich bin noch ein bisschen, wie soll ich sagen, angeschlagen, das ist das falsche Wort. Desillusioniert passt auch nicht zu mir. Depressiv könnte es da bald mal treffen. Was ich in London getan hat, nochmal sorry für die schlechte Tonqualität, wie wenig Leute da letztendlich waren. Ich meine, London ist eine 9-Millionen-Stadt und da waren vielleicht 300 Briten. Der Rest kam von woanders. Und allein wie Assange da, also die kam, in welchem Raum das stattfand und in dem Raum, wo der Sound übertragen wurde, war der Lautsprecher kaputt. Das ist ja alles entwürdigend. Und wenn man die Dinge zusammenzählt, dann muss man erkennen, nichts wird so gründlich geplant wie der Krieg. Das passt ja alles zusammen. Das ist ja eben nicht, dass es im luftleeren Raum passiert. Nur was Dieter hier gerade auch anspricht, weil er auch gerade von LTI gesprochen hat, ich erinnere mich daran, dass vor ein paar Tagen Uwe Steimle, den Autor, Klemperer, ich glaube, er ist ein gebürtiger Dresdner, nochmal hochleben lassen wollte, indem er aus diesem Buch liest. Und da wurde ihm das vom Verlag untersagt. Also wir sind heute, und zwar von wem? Und das ist genau das, was mich bei der Sache wirklich so unglaublich, wie soll ich sagen, sprachlos macht. Und das passiert mir bei mir relativ selten, dass es schon wieder die Intellektuellen sind, die so doof sind, dass sie nicht einmal merken, dass sie schon wieder die Steigbügelhalter für Leute sind, die ihnen am Ende ins Gesicht treten, während wir natürlich über die Klinge springen. Und am Ende will man es nicht gewesen sein. Weil es sind dieselben Menschen, die dann nach diesem Speichel von irgendwelchen Neureichen oder Altreichen lechzen und sagen, ja, was soll ich als nächstes tun? Das ist das, was ich daran so übel finde, weil sie sind nicht wirklich dumm. Sie sind nicht wirklich dumm. Sie könnten mal die andere Seite einnehmen. Das sollten sie eigentlich auch, wenn sie Demokraten sind. Einfach wie ein Anwalt auf die andere Seite und sich das von dort mal angucken. Nein, das macht man eben nicht. Und das geht schon sehr lange so. Ich erinnere zum Beispiel auch an eine Aussage von Herrn Grönemeyer, der doch auf einer Kundgebung gesagt hat, dass man die Lebensweise diktieren müsste. Wo ich immer denke, hörst du dir eigentlich selber inzwischen zu? Du hast doch mal angefangen mit Amerika, du hast viel für uns getan, ziehst Sattelschlepper durch die Nacht. Was ist denn los mit dir? Wo sind diese Leute, die doch mal so gegen Krieg waren? Ich rede gar nicht von Berufspolitikern, sondern ich rede von Leuten, die es besser wissen müssen. Ich rede auch von einem offenen Brief von Frau Fischer-Rodrian an Becker, wo gar keine Reaktion kommt. Was ist los bei diesen Menschen? Und ich glaube, dass die hier handelnd sind, ja, diese ganzen Schrabens und so, ja, das sind ja alles nur Wanzen. Wenn die jetzt so agieren, dann wissen sie eben auch, dass es einen Rückhalt gibt von den sogenannten Intellektuellen, die sagen, egal wie bescheuert die anderen sind, nehmen wir mal an, sie sind total bescheuert, aber wir werden niemals mit Bescheuerten so umgehen, weil da sind wir ja genauso wie die, vor denen wir warnen. Aber dass man dafür immer Ausnahmen macht. Und da kann ich nur sagen, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass da unglaublicher Druck da sein muss und dass man vielleicht eine Todessehnsucht hat in der Geschichte. Man möchte gerne an irgendeiner menschlichen Zerstörung dabei sein, also des Gegners und dann möglicherweise auch also des Inlandgegners und dann auch des Auslandsgegners. Und das kann mir vielleicht mal ein Psychologe wie Herr Maas beantworten, Gefühlsstaubaum, dass wir jetzt in einer Zeit sind, die nur friedlich wirkte, das aber vielleicht gar nicht war und dass jetzt irgendjemand dafür über die Klinge springen muss. Irgendwie ist das grau, die Leute gucken sich auch gerne Krimis an oder Saw oder so. Und das vielleicht jetzt mal in real life. Nur in diesem Fall, wir werden noch drauf kommen, wird das nicht so ausgehen, dass wir nur Zuschauer sind. Und das ist etwas, was mich verstört, weil niemand kann von sich behaupten, jetzt mal nur bei analogen Kriegsführungen, dass er die Orte, die analog bombardiert wurden, nicht angesehen hat. Was ist denn eigentlich von Gaza noch übrig mit analogen Waffen? Was ist denn von Jugoslawien noch übrig gewesen? Was war denn in Dresden bei analogen Waffen noch übrig? Und was uns auf uns aber wartet und womit gespielt wird, zwar ganz offen von Politikern, nicht von uns, was soll denn das eben sein? Und dieses Abstrakt, dass das so alles so abstrakt ist, das treibt mich persönlich in den Wahnsinn. Und vielleicht ist das so, dass Menschen nach 50 Jahren die Erfahrung des Krieges wieder machen müssen und sie fangen bei den Oppositionellen einfach an, um sich schon mal an Gewalt zu gewöhnen. Ja, wir werden aus Gründen darüber gleich ausführlich sprechen müssen. Ich freue mich, wenn es dich in den Wahnsinn treibt, Kevan, da bin ich doch nicht ganz alleine und habe ein bisschen Gesellschaft. Vielleicht kommt Dieter auch noch irgendwann da an. Aber es ist gruselig und das jetzt tatsächlich außerhalb der Reihe. Es ist halt immer wieder gruselig und auch für mich persönlich natürlich schön, wie sich...
Ja, da geht es ja um diese unfassbare Hetze, die Korrektiv da gegen Oppositionelle fährt und vor allem gegen die AfD mit dieser auch völlig, also da gab es ja ein paar AfDlern, ein paar CDUlern und das wurde aufgebauscht zu einer neuen Wannsee-Konferenz. Also das war ja wirklich der Wortlaut, der da für ein Korrektiv verwendet wurde. Also das ist eine unfassbare Hetze gegen die Opposition, die man auch, ja, wo jeder vernünftig denkende Mensch eigentlich sofort sagen müsste, Hilfe, bleibt mir weg damit. Ja. Sowas sollte auf keinen Fall mit Staatsgeldern finanziert werden. Und davon wird Korrektiv ja zu einem Gutteil finanziert, von großen Oligarchen und vom Staat. Die Themen, unsere Schlagzeilen hier ganz von selber irgendwie in eine ähnliche Richtung entwickeln. Scheint die Sprache zu sein, die heute im Blick ist. Und offensichtlich scheinen wir uns da einig zu sein, dass die Sprache sich verändert. Sich verändert in einem Maße und einer Geschwindigkeit. Wir sehen das ja schon lange, alle in unseren Arbeiten, wie sich Worte neu bedeuten. Aber welches Extrem das angenommen hat, in welchem Maße es jetzt kämpferisch wird, pervers wird in den Bezeichnungen und diese Begriffskämpfereien, das hat auch mich bewegt. Deswegen sage ich, die Feigheit vor dem Wort wird tödlich. Und wenn Dieter gerade gesagt hat, dass wir aufpassen, dass wir anklagen müssen, was da die Angreifenden tun, was da diejenigen tun, die ich für Neofaschisten halte, nach wie vor. Und wenn du ihn schon Schirmer nennst, lieber Dieter, dann bist du da mittlerweile ganz nah bei mir. Denn es war das Blatt der Faschisten. Es ist die Sprache derer, die da angreifen. Ich finde aber auch, dass die Sprache derer, die sich verteidigen, unsere eigene Sprache, sich in schlimmer Weise verändert hat, weil sie zum Teil feige wird. Wenn wir lesen in freien Medien, dass die Regierung einen Überwachungsstaat plane mit ihrem Demokratiefördergesetz, dann frage ich mich, was das Wort planen überhaupt noch für eine Bedeutung haben kann, wenn es denn von etwas spricht, was irgendwann in der Zukunft passiert. Also gerade im News-Interview sagte Fatila Kailani, der NZZ, die ich sehr schätze für ihre Arbeit, all das, was da passiert, führt dann in Zukunft zu einem Überwachungsstaat. Da muss ich immer lachen und sagen, okay, da habe ich falsche Zeitvorstellungen oder vielleicht zu wenig physikalische Erkenntnisse, ob das doch immer noch bei biologischen Wesen wie uns streng linear verlaufende Zeitdinge irgendwie zu verstehen, sofern wir nicht in der Nähe schwarzer Löcher sind. Es drohe eine Erosion des Mittelstandes, sagen Wirtschaftsvertreter. Wenn das nur droht, was passiert denn jetzt hier gerade? Ja? Und all diese Untertreibungen sind nichts anderes als Lügen. All diese Relativierungen sind nichts anderes als. Ach so, da sind wir jetzt schon im nächsten Thema, stelle ich gerade fest. Ja, da würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Also, naja, wie gesagt, los geht's. Sind nichts anderes als Lügen. All diese Relativierungen sind nichts anderes, als den Tätern das Wort zu reden. Es ist eine Krankheit aus meiner Sicht, die dahinter steckt. Es ist eine Krankheit, es ist Feigheit. Es ist Feigheit vor dem Wort und es ist die Krankheit, dazugehören zu wollen. Es ist die Krankheit von Journalisten, von Medienschaffenden, auch wenn sie sich selbst als frei betrachten oder meinen, sie seien kritisch, doch irgendwie noch dazugehören zu wollen und bloß nicht zu radikal wirken zu wollen, damit sie ja nicht als so irre gelten wie ein Ken Jebsen oder ein Paul Brandenburg, dem das ja oft vorgeworfen wird. Mich stört es ehrlich gesagt gar nicht. Mir macht es ganz persönlich Spaß, betone ich immer wieder, so gebrandmarkt zu werden. Und es ist völlig in Ordnung, bitte versteht das recht, ja, Begrifflichkeiten scharf zu diskutieren, wie Dieter und ich das beispielsweise am Faschismus immer wieder tun. Man kann hart dagegen sein und sagen, nein, das hat mit Faschismus nichts zu tun, auch wenn man dann irrt, lieber Dieter. Aber das hat nichts damit zu tun, Begriffe zu meiden oder der Feigheit nachzugeben und sich zu verstecken vor klaren Begriffen. Denn darin besteht ein Unterschied. Wenn eine Newsredaktion, die ich an anderer Stelle sehr schätze, immer wieder den Gewaltverbrecher Jens Sch Ja, die Newsredaktion, das ist, na, das wird finanziert vom CDU-Milliardär Frank Gotthardt. Und da sind Akteure, die auch schon die alliierten Bombenangriffe auf Dresden gerechtfertigt haben. Also massenhafte, ja, Bombenangriffe auf zivile Ziele werden von denen gerechtfertigt. Das gleiche übrigens, also auch in anderen Kriegen. Also die sind ja, was Außenpolitik angeht, völlig auf der Linie der westlichen Kriegstreiber. Also ich würde nicht sagen, dass ich die sehr schätze. Spahn einlädt. Es unterlässt diesem Jens Spahn Fragen zu stellen über seine Verbrechen in der Corona-Zeit, stattdessen das CDU-Programm propagiert, dann ist das diese Feigheit. Dann ist es die Krankheit, dazugehören zu wollen. Und ich beziehe es auch gerade auf mich. Es geht mir nicht darum, einzelne Redaktionen anzuklagen oder hier Kollegen zu schelten. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber wir selbst müssen uns immer wieder fragen, ob wir wirklich den gebührenden Mut an den Tag legen, wenn wir solche Worte verwenden oder gerade wenn wir sie vermeiden. Nein, die Regierung plant keinen Überwachungsstaat.
Überwachungsstaat. Der Überwachungsstaat ist da. Guten Morgen, liebe Menschen, die das Ganze untertreiben. Auch Herr Vosgerau, der dann sagt, man müsse dort aufpassen. Eine Revolution von oben drohe. Lieber Herr Vosgerau, sie läuft. Sie ist in vollem Gange. Und das ist keinerlei Ehrabschneidung und keine böse Kritik am Menschen Vosgerau, den ich sehr schätze mit seinen Äußerungen. Aber ich glaube, da braucht es mehr Mut an der Stelle. Wir müssen die Verbrecher Verbrecher nennen, denn wir schlittern gerade, Kevan kommt dazu und soll das ausführen, wir schlittern gerade mit voller Geschwindigkeit in einen dritten Weltkrieg. Und es ist, wie immer, es ist die Gruppe derer, die zuschaut, die nichts sagt, die es zulässt, dass die Worte so gekapert wären, die aus meiner Sicht die Hauptschuld trägt. Wer schon Angst hat vor einem Bußgeldbescheid, den er bekommt, weil er die GEZ-Zwangsgebühr nicht bezahlt, der muss sich nicht wundern, dass er kein Gegner ist für einen Stürmer oder andere. Wir müssen endlich alle den Mut finden, das zu sagen, was es nun mal ist. Wir können darüber streiten, wir müssen die Angst ablegen, da etwas Falsches zu sagen. Es ist nicht schlimm und es ist nicht falsch. Es spaltet auch keinen Widerstand, wenn ich mit Dieter Dehm darüber streite, ob es nun Faschismus ist oder eine andere Form von Totalitarismus. Es ist gut, wenn wir die Begriffe schärfen. Wir müssen und sollen unbedingt auch Fehler einräumen, wenn wir das falsche Wort verwenden. Aber wir müssen die Angst ablegen, uns mit eventuell als zu extrem bezeichneten Begriffen dort irgendwie ins Auszukommen. Katapultieren. Wenn ich höre, dass Redaktionen den A oder den B nicht einladen, weil er als wilder gilt, weil er es hier überzeichnet, weil man es sich nicht verscherzen wolle, weil man irgendwie dann doch dieser Krankheit anheimgefallen ist, irgendwie noch dazugehören zu wollen und ja ansprechbar sein will für die andere Seite, dann, ihr lieben Leute, müsst ihr verstehen, die andere Seite, von der Dieter gerade sprach, die will nicht mehr reden mit euch. Die will euch in Uniform stecken und die will euch in Richtung Osten schicken. Und die will euer Geld haben, aber nicht mit euch sprechen. Ja, die Äußerung von dem Wolfgang Ischinger, Macrons Pläne, NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken, die wirken, seien kühn, aber nicht falsch. Also die deuten schon genau in diese Richtung. Also es gibt schon einige irre Kriegstreiber, die genau solche Planungen vornehmen. Und es wird langsam allerhöchste Zeit. Ich meine, die militärische Lage der Ukraine verschlechtert sich immer weiter. Und wenn der Westen hier keine krachende Niederlage erleiden will, dann muss er entweder schnellstmöglich auf Friedensverhandlungen setzen oder eigene Truppen dahin schicken. Oder auf Kriegswirtschaft umsatteln und die Kriegsproduktion hochfahren. All das wird enorm teuer und all das wird der Bevölkerung enorme Opfer abverlangen. Aktuell traut man sich dazu nicht, aber ja, solange es keinen Frieden gibt, wächst die Gefahr, dass das passiert täglich. Es ist eine Demokratiesimulation, es ist eine Mediensimulation, die in diesen Mainstream-Organ läuft. Es gibt keinen Grund, mit denen noch reden zu wollen. Und es wird auch nicht dazu führen, dass sie mit uns reden, wenn wir die Begriffe vermeiden, die angebracht sind. Es sind Gewaltverbrecher. Karl Lauterbach ist ein Massenmörder. Und es ist unerträglich, was dort in der Politik geschieht. Wir können über all das streiten. Wie gesagt, ihr könnt anderer Meinung sein. Aber dann bitte nicht, um diese Begriffe zu vermeiden. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir jetzt vom Deutschen Journalistenverband hörten, bald die Regel werden wird. Man möchte also jetzt ein neues Gutachten des Staatssicherheitsministeriums da mit dem Namen Bundesamt für Verfassungsschutz abwarten, um dann die AfD künftig bei jeder Berichterstattung auch ganz offiziell immer zu brandmarken. Das ist ein marginaler Unterschied. Wer gelegentlich die Tagesschau guckt, der weiß, dass sowieso reflexartig immer von der rechtspopulistischen oder auch in Teilen extremistischen AfD gesprochen wird. In Zukunft kommt vielleicht zusätzlich der Warnhinweis, der dann blinkt. Aber ich sage euch, es ist unsere Mitschuld als diejenigen, die dagegen streiten, wenn wir klare Begriffe vermeiden. Es war ein Impfbetrug, es war eine Lüge von der Pandemie. Und es ist keine Mäßigung und es macht nicht anschlussfähig, diese Begriffe zu vermeiden. Aber Dieter, ich bin sicher, du wirst zumindest, was ein, zwei Punkte angeht, da eine harte Gegenmeinung haben. Und ich meine nicht die Berliner Zeitung, die ich damit schelten will. Ich glaube, es ist sinnfrei, sich im Gespräch halten zu wollen, indem man diese Begriffe vermeidet und sich dort der Sache unterwirft, die man als Mäßigung verkauft. Ich sehe es nicht als Mäßigung, ich sehe es als Lüge. Aber bitte, korrigier mich. Von dir werde ich immer am liebsten korrigiert. Nein, ich will gar keine harte Gegenmeinung beziehen. Manche Worte sind mir zu eklatant, aber vielleicht rütteln sie besser auf, als gemäßigt zu argumentieren. Ich möchte nur auf zwei unterschiedliche Gruppen hinweisen. Ja, das muss man immer im Detail. Also Paul Brandenburg drückt es jetzt sehr allgemein aus und da kann man allgemein schwierig was dagegen sagen. Ich meine, wenn tatsächlich der Fall ist, dann sollte man das auch so benennen. Aber die Frage ist jetzt, welche Worte wählt man im Detail? Und das muss man dann jedes Mal einzeln debattieren. Und das mache ich, weil der Marxismus neigt ja dazu, keine andere Unterscheidung unter die Menschen zu ziehen als die Art, wie sie das zu ihrem Leben Notwendige erwirtschaften und deswegen von Klassen zu sprechen. Also nicht groß, klein, dunkel, hell, sonst was, sondern eben die Art, wie sie arbeiten.
Es gibt Leute, die dazugehören wollen, weil sie an ihrem individuellen Schreibtisch sitzen und das Gefühl nicht ertragen können, in der Kälte gegen den Wind zu argumentieren. Da sind oft diese Opportunisten, die du richtig schreibst und für die übrigens große Dichter schon ihre abfälligen Bemerkungen, wie Thomas Mann, wie Bertolt Brecht, auch Goethe. Und dann gibt es welche, die arbeiten im Betrieb, die sitzen nicht individuell am Monitor, sind keine Kleinunternehmer, Kreativschaffenden, die manchmal auch wirklich die Option hätten, mutiger zu sein. Wenn die rausgesondert werden, gemobbt werden am Arbeitsplatz wegen einer Meinung, dann kann das schwerwiegende Folgen für die Familie haben. Und deswegen will ich das nur unterscheiden, wenn unser Protest nicht auch die Kraft entwickelt, Menschen, die im Betrieb arbeiten, einzubeziehen, anzusprechen, mehr zu mobilisieren, wird eher eine mittelschichtige, vorübergehende Episode bleiben. Dann werden wir immer wütender. Du, Paul, Kevan, ich, und wir werden immer schriller und die anderen wenden sich ab. Das habe ich in meinem Leben schon mitverfolgen können, auch am eigenen Leib übrigens. Deswegen, die Klarheit ist nicht schrill, Entschuldigung. Nein, ich kenne aber Leute, die dann schrill werden können, vom Gegner getrieben in eine schrille Isolation kommen. Mir wäre es halt lieb, wenn wir besondere Aufmerksamkeit legen auf die Art, wie wir bei unseren Demonstrationen auch Menschen mit einbeziehen, die um ihren Lohn und bessere Renten und um das Ende des Monats kämpfen, statt ständig sich von den Grünen einreden zu lassen. Es ging ausschließlich um das Ende der Welt. Unbedingt. Aber Dieter, mein Eindruck ist, vielleicht siehst du es anders, Kevan, dass diese Menschen, von denen du da gerade sprichst, ja, wenn man sie einfach nennen will, ich finde, sind nicht einfacher oder komplizierter als die anderen, aber die Menschen, die eben wenig verdienen, die tatsächlich noch wie die wenigsten am Fließband oder in Hallen stehen, schwer arbeiten dafür, von denen erlebe ich diese Art der Feigheit nicht. Die machen nämlich eine Sache, die die anderen nie hinkriegen, die halten die Klappe. Die halten die Klappe, statt diese Phrasen zu wiederholen, statt wieder zu keuen, dass es ein gemeiner russischer Angriffskrieg war, du musst dir irgendeine Talkshow anschalten. Und ja, da gebe ich ihm zu 100% recht. Also wenn man jedes Mal dieses moralische, also natürlich mag ich Angriffskriege nicht, aber wenn man jedes Mal dieses moralische Bekenntnis vorwegstellt, der feige, verbrecherische, brutale russische Angriffskrieg, damit man dann hinterher etwas sagen, überhaupt zu diesem Krieg sagen darf, dann bewegt man sich schon im Framing seiner Feinde. Also man sollte einfach sagen, der Ukraine-Krieg. Ganz normal, ganz neutral. Man sollte da eine ganz neutrale Sprache verwenden und man sollte sich gar nicht von Russland distanzieren. Man wird schon ganz allein in die Nähe von Russland gerückt. Egal, was man dann, also sobald man inhaltlich was gegen das Narrativ sagt, wird man eh in die Ecke gestellt. Ob man sich nun distanziert oder nicht. Wenn man sich distanziert hat, hat man vorher noch einen Kotau von seinem Feind gemacht, der völlig unnötig war. Also man sollte einfach eine ganz normale, deskriptive Sprache verwenden und dieses, ja, moralisch aufgeladene Bekenntnisse da nicht mit einbringen, weil sie auch nichts bringen. Also man wird am Ende eh diffamiert werden, wenn man etwas sagt, das nicht dem offiziellen Narrativ entspricht. Egal, wer da sitzt, der spult erstmal seine Gebete runter, seine Phrasen, die er unter die Leute kippt, damit er danach vielleicht ganz vorsichtig sachte Kritik anbringen kann. Das meine ich mit dieser Feigheit, diese Propagandabegriffe zu übernehmen. Und die sogenannten einfachen Menschen, nach meiner Wahrnehmung, neigen dazu, im Zweifelsfall zu sagen, ich halte ihr ganz den Mund und kau das nicht nach. Das ist schon mehr Mut, als überall öffentlich zu bekunden, dass man natürlich gegen A ist oder für B und unbedingt schon immer der Meinung X war. Das halte ich für die eigentliche Krankheit, Kevan. Also aus meiner Sicht ist das nichts, was die Einfachen betrifft. Ich kann nur sagen, ich habe viel Kontakt mit einfachen Menschen. Ich habe ja auch Kontakt mit mir selbst. Wir sind ja alle am Ende des Tages doch irgendwo auch einfach, weil dieses Intellektuelle ist ja ein Überbau, den man im Nachhinein geschaffen hat. Muss man sich auch mal mit beschäftigen. Aber der normale Bürger, der wenig belesene Bürger, der mit dem Herzen sieht, der mit dem kann ich ganz normale Gespräche führen und dem kommt das alles sowas von bekannt, wo der sagt, ach, warum reden wir darüber? Komm, lass uns lieber ein Bier trinken. Diesen Blödsinn kann ich nicht mehr kommentieren. Und dann trinkt er das Bier und ich trinke ja kein Bier und so lässt sich das vielleicht ein bisschen einfacher ertragen. Aber ich möchte etwas zu beiden Extremen sagen. Ich glaube, wir jetzt hier und die Menschen, die ähnlich sind wie wir, müssen aufpassen, da nehme ich Dieter sehr ernst, dass wir nicht zu Menschenfeinden werden, weil man so verbittert ist, was die es besser wissen müssten, eigentlich tun oder eben nicht tun. So, da muss man aufpassen, weil dann ist man nicht mehr für seine Familie zu gebrauchen, sondern dann endet man im Alkoholismus oder springt von der Brücke. Was soll das? So, dann haben die ja gewonnen quasi. Also kann man ja auch als einen großen Test sehen, weil die Welt war nie besser oder schlechter, sie war eigentlich immer gleich merkwürdig. Jetzt, je nachdem, wie dicht man an der Klippe ist, kommt einem das so vor, als sei das irgendwie originell, aber es sind ja immer so Wellenbewegungen und dann ist man eben da, wo man hingesurft ist. Man hätte sich auch anders aussuchen können. Ich könnte auch Sportwagen in Dubai verkaufen, wäre ich sicherlich gut drin, aber das liegt mir halt nicht. Ich könnte es machen, aber ich will einfach kein unpolitischer Mensch sein. Ich kann einfach den Kopf sehr, sehr schlecht in den Sand stecken, das ist einfach nicht meine Art zu leben. Die andere Seite ist, dass diejenigen, von denen du jetzt sprichst, Paul, dass die eben das tun, was sie tun, hat meiner Meinung nach vor allem den Grund, erstens, dass sie natürlich alle, wie die meisten von uns, zu Opportunisten erzogen sind, also solo zu stehen, das können die gar nicht ertragen. Auf der anderen Seite, und das rechne ich hinzu, sie können sich gar nicht vorstellen, dass das
für, woran sie mitmischen, am Ende jemand auf den Knopf drückt. Die können sich einen solchen barbarischen Krieg mit seinen ganzen, das können die sich gar nicht vorstellen. Sie denken, naja, das wird ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, was ja auch meistens stimmt, aber manchmal eben nicht. Und dass sie jetzt genau an diesem Punkt sind, wo die Welle kippt, das können sie sich eben gar nicht vorstellen, weil die sie hinter sich fragen, die sind schon lange tot, die das erlebt haben, sind ihre Großeltern und dann ist keiner mehr da. Also von daher leben sie auch für sich damit, dass das alles übertrieben ist und Panik und außen guckt man so viel Netflix, da geht es ja dann immer weiter und wenn die alle tot sind, kommt eine neue Serie. Das kommt auch noch dazu. Das heißt, wir können uns ja Krieg gar nicht vorstellen, was ja eigentlich für uns spricht. Das macht die Sache aber eben auch so gefährlich, weil für uns ist das furchtbar abstrakt. So, nur ab einem gewissen Punkt, und da möchte ich dann gerne mal zu meiner Schlagzeile kommen, ab einem gewissen Punkt zählt das nicht mehr. Aber ja, dann kommen wir jetzt zu deiner Schlagzeile, denn du sagst, wir stolpern in den Dritten Weltkrieg. Ja, das ist dann die nächste Schlagzeile. Dazu kommen wir gleich. So, Kairon Sofisiyavash ist der Meinung, wir steuern den Dritten Weltkrieg. Und angesichts der aggressiven westlichen Außenpolitik würde ich fast sagen, hat er mit dieser Einschätzung ziemlich recht. Schauen wir uns mal an, wie er sie genau begründet. Nichts, das ist von mir, nichts ist so minutiös geplant wie ein Krieg, der plötzlich sie ausbricht. Das, was wir im Moment haben, nämlich einen Waffengang, der eskaliert gegen Russland und der dann gegen China geführt wird, der ist ja nicht zufällig, sondern das ist von langer Hand geplant in Steps. Der erste Step war ja Jugoslawien 99, da haben wir Bombenziele eröffnet, haben dann schon angefangen, eben einen völkerrechtswidrigen Krieg zu führen. Das wurde uns damals von Moskau gesagt, das wird euch noch vor die Füße fallen. Dann gab es das Buch von Brzezinski, Die einzige Weltmacht, dann The Grand Chessboard, wo richtig gesagt wird und geschrieben wird, wie es passieren müsste. Und dieser Brzezinski ist jetzt kein Unbekannter, das ist eben der Präsidentenberater gewesen von Obama und Jimmy Carter. Und der hat ja von Mackinder abgeschrieben. Das heißt, das ist geopolitisch bekannt. Und dann ereignen sich diese Dinge, die wie an einem Drehbuch vorher als Bestseller veröffentlicht wurden. Dann werden diese Bücher 2016 nach Ukraine, Step 2, verboten. Die Bundesbahn darf dafür keine Werbung mehr machen auf ihre Plakaten. Und jeder müsste die Frage stellen, Entschuldigung, was hat denn der Kopfverlag dafür unter 10 Euro veröffentlicht, dieses jetzt antiquarisch zu bekommende Buch für 300 Euro mit einem Vorwort von Helmut Schmidt? Was steht denn da eigentlich drin? Da steht genau drin, was man machen muss, nämlich man muss nach der Ukraine greifen, um Russland zu isolieren, um dann was zu tun. Das steht da alles drin. Dann haben die Halbintellektuellen auch mitbekommen, dass Putin 91 im Deutschen Bundestag war und gesagt hat, Russland möchte gerne Teil der NATO werden. Wenn man sagt, wenn Russland Teil der NATO wird, dann hätten wir diese ganzen Probleme ja gar nicht. Hätten wir schon, weil die NATO braucht ja keinen Gegner, um sich selbst anzugreifen. Ich sage nur Nord Stream, das ist ja die Autoimmunreaktion des Systems. Spätestens seit dem 11. September, ja, und ich rede jetzt nicht von Beckenbauers Geburtstag, sondern dem 11. September in New York, als wir gesehen haben, dass die Physik frei hat, ich sage nur WTC7, habe ich damals zu meiner Frau gesagt, jetzt ist alles möglich. Weil jetzt ist vollkommen klar, das hat so nicht stattgefunden. Die BBC meldet den Zusammensturz von diesem Gebäude und trotzdem ducken sich die Leute weg. Und auch dieses wird jetzt aufgesattelt. Und dann kannst du das auch immer sagen. Du kannst dann grüne oder linke Außenpolitik machen, die extrem bösartig ist, haben wir nach Helmut Kohl gesehen, weil man es dir nicht zutraut. Das ist eben unter deiner Mercedes-Haube schlummert eben inzwischen ein Trabi. Nach dem Motto, das ist nicht dieselbe Qualität. Ja? Aber das bestreitest du, indem du den Stern eben größer machst. Das ist das, was ich diesen Menschen vorhalte. Und ich möchte nur... Okay, mal eine kleine Unterbrechung, weil du Linke sagst. Jeder, der einen Kriegseinsatz der NATO oder eben auf Bodenschätze gerichteten Militärmacht unterstützt, hat sich von links nachhaltig verabschiedet. Ja, das ist richtig. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie diese Begriffe benutzt werden. Aber ich erinnere ja an Schröder. Nie wieder Auschwitz, nie wieder. Ja, Auschwitz. Das war Fischer. Fischer, der sich auch als Linke bezeichnet, jetzt auch beratend da ist, dann wissen wir davon, dass es hat unsere damalige Kanzlerin getan, dass Minsk II benutzt wurde, um das Land aufzurüsten. Wir wissen, dass wir dort Militärberater haben. Wir haben gesagt, wir würden niemals, also unsere Regierung, die jetzige, hat gesagt, niemals Waffen ins Kriegsgebiet. Jetzt fordern genau diese schwere Waffen ins Kriegsgebiet. Dann wird über Taurus geredet und dass wir die ja, wenn wir sie nicht liefern, weil dann müssten wir mit deutschen Soldaten, werden die über Umwege geliefert. Ja, und das Schlimmste eben, was ich im Moment gerade höre, deswegen, man kann sich das gar nicht so schnell ausdenken, nach Kiesewetter, wir müssen den Krieg nach Russland tragen, all diese Art von, oder hier das T-Shirt von Frau Strack-Zimmer, man bis zum Sieg, das ist ja alles, ist das NSDAP-AO, was ist denn da los? Sagt jetzt der französische Präsident Macron, wir brauchen Bodentruppen und aufgrund der Dynamik könnte man nichts ausschließen und im Übrigen wäre es eben so, Russland darf diesen Krieg auf gar keinen Fall gewinnen. Und jetzt wird ja so getan, als wäre das eine Schnapsidee oder eine Weißwein-Idee in diesem Fall von Macron gewesen und das ist genau das, worauf ich abzielen möchte. Wer glaubt, in der Politik würde irgendein Politiker nach einem solchen großen Treffen danach irgendetwas von sich geben und das wäre nicht abgesprochen, der ist einfach nur ein Idiot. Das war ein Testballon, also das, ja, wer das leugnet, der sollte wirklich mal ein bisschen nachdenken. Also da hat Kevin ja völlig recht. Also wenn Politiker solche Äußerungen treffen, Truppen in die Ukraine, vor allem wenn das jemand wie Macron ist, also der Chef einer der größten Militärmächte der NATO, dann trifft er solche Aussagen nicht einfach so zufällig, weil er ihm gerade mal danach war, sondern dann will er testen, Mensch, was sagt da die Öffentlichkeit zu, was sagt da die Presse zu? Gibt es da einen Aufschrei? Und wenn es keinen Aufschrei gibt, okay, dann trauen sich immer mehr Politiker aus ihren Löchern und dann wird das immer mehr gefordert und irgendwann ist das dann eine realistische Option, die auf dem Tisch liegt. Also das Overton-Fenster zu verschieben, das funktioniert eben auch in diese Richtung und wenn die Presse mitspielt, dann funktioniert das halt relativ leicht. Diesmal hat sie nicht mitgespielt, da haben dann viele Politiker aus anderen NATO-Ländern gesagt, ja, bist du denn verrückt? Aber... Es war ein Testballon. Also immer, wenn solche extremen Aussagen kommen, sollte man nicht sagen, ach, das ist jetzt nur einer, der das fordert, sondern dann wird
wird getestet. Wie groß ist der Aufschrei? Und wenn der Aufschrei zu klein ist, dann könnte es sein, dass es irgendwann passiert. Gerade deswegen sollte man solche Aussagen auch skandalisieren und sich darüber stark aufregen. Natürlich weiß man, wer das sagt. Frankreich ist die drittgrößte Atommacht mit 300 Atomraketen im Schrank. Und wir reden ja nicht umsonst davor von einer europäischen Atombombe. Die haben wir ja mit den Franzosen hier. Und wenn der das sagt, ist das ein Test, nämlich wie wird darauf reagiert? Und all diejenigen, die jetzt sagen, kommt ja gar nicht in Frage, die üblichen Parteien, das sind genau die Politiker, die vor 2 Jahren gesagt haben, dass das, was jetzt normal ist, dass sie das niemals tun würden. Und das ist, jetzt ist vollkommen klar, wir werden Bodentruppen schicken. Das will ich nur mal sagen. Wir, und ich meine auch Deutsche, werden Bodentruppen schicken. Und wie wird das argumentiert werden? Ich weiß schon, wie das geht, weil ich kenne das. Ja, die Ukraine, es gibt doch diese furchtbare Karikatur, die auch schon einige Politiker geteilt haben. Also die Ukraine als Damm, der Europa vor den russischen Massen, die über uns hereinbrechen können. Also das, ja, ist auch eine interessante Bildsprache, die an andere geschichtliche Zeiten erinnert. Aber brauche ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Ukraine, die ist dabei, diesen Krieg gerade zu verlieren. Und jetzt überlegt man panisch, was können wir noch machen, damit diese Niederlage möglichst lange aufgeschoben wird, damit wir uns da noch irgendwie rausretten, beziehungsweise dass dieser Krieg noch weitergeführt werden kann. Und da wären Bodentruppen halt der nächste logische Schritt. Also man hat ja gesagt, man ist bereit, der Ukraine alles zu liefern, was sie braucht, um diesen Krieg zu gewinnen. Wenn man ihr Waffen liefert, wenn man ihr also Frankreich, Großbritannien, die USA, die haben ja laut verschiedenen Berichten schon eigene Truppen vor Ort. Ja, warum dann nicht in großer Zahl direkt Infanterietruppen in die Ukraine schicken, die dann da gegen Russland kämpfen? Wenn Russland in die Bredouille gerät, und das wird man pressemäßig darstellen, auch wenn es gar nicht der Fall ist, dann wird der Russe Giftgas einsetzen und dann ist die rote Linie überschritten und das ändert alles und jetzt müsse man. Das werden wir erleben. Und dann werden die vielen jungen Männer, die hier sind, in Uniform gepackt und es geht dorthin. Und deswegen haben wir im Vorfeld auch schon aufgerüstet. Und zwar sowohl in Kevan, die Giftgas-Simulation gab es ja schon. Ja, ich sage, es ist ja alles, es spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, was in den Medien als die Wahrheit verkauft wird. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, was wir im Moment erleben, ist ja auch, wenn der große Krieg kommt, auf den wird vorbereitet. Das sind auch worauf die beiden sich gerade beziehen, in Syrien, Assad. Mittlerweile ist klar, da hat der Islamische Staat wohl Giftgas eingesetzt. Damals haben die USA gesagt, das war auf die Assad-Regierung und deswegen müssen wir da jetzt intervenieren. Zum Glück hat Russland vor allem dahinter den Kulissen diplomatisch vermittelt und dafür gesorgt, dass Syrien dann seine Giftgasvorräte abgibt und die USA dann da keinen Militäreinsatz starten. Auch wahrscheinlich, und die USA haben wahrscheinlich auch darauf verzichtet, weil Obama kurz vor, weil Obama nicht noch in seiner zweiten Amtszeit einen neuen langen Krieg, von dem nicht klar gewesen wäre, wie er ausgeht, haben wollte, nicht noch ein weiteres Land unter US-Besatzung haben wollte. Er wollte ja als der Präsident in die Geschichte eingehen, der sich eher aus diesen ganzen unnötigen Kriegen von George W. Bush zurückzieht. Aber da stand Spitze auf Knopf, dass damals die USA neun Krieg starten, um den russischen und iranischen Verbündeten Syrien zu beseitigen. Also, und wie gesagt, mittlerweile ist klar, die Giftgasangriffe kamen vom Islamischen Staat, die kamen nicht von der syrischen Regierung. Planspiele, wer wie hops geht, dann musst du etwas besser. Da schreibt gerade einer, die USA haben Syrien bombardiert, die halten auch bis heute die Ölquellen besetzt. Also die USA sind schon da vor Ort, aber sie haben nicht die syrische Regierung beseitigt. Also es ist ja ein Unterschied, ob du ein Land einmarschierst und die Ölquellen besetzt hältst oder ob du in ein Land einmarschierst und dann da eine eigene Marionettenregierung aufmachst, wie im Irak, wie in Afghanistan. Jede Art von Widerstand im Land selber, im deutschsprachigen Raum. Und das sind diese ganzen Niedercatch-Gesetze, wo die falsche Meinung da ist. Es geht darum, jede Art von Radio London, sage ich mal, zu beseitigen. Jeder Podcast, egal ob der politisch war oder nicht, sobald der Reichweite generiert, sagt, was passiert denn da? Und sobald den Politikern Reichweiten stark, also bei der nicht kontrollierten Presse, sagt, ihr lügt die ganze Zeit, weil was ihr gestern gesagt habt, was ihr niemals tun würdet, dafür kommt man heute dran, wenn man euch daran erinnert. Dann ist das eine Delegitimierung des Staates. Wenn ihr auf die Straße geht und Opposition kriminalisiert, wenn ihr eine andere Meinung kriminalisiert, wenn es kriminell wird, dass man euch beim Lügen erwischt und das offen ausspricht, da sieht man es. Und wenn man eben auch sieht, das machen ja alle, ihr seid für die Pressefreiheit, wenn ihr nicht gewählt seid. Und wenn es dann darum geht, sich für Assange einzusetzen, kein Wort darüber, gar nichts macht ihr. Und das wird alles doch von uns bezahlt. Aber jetzt ist vollkommen klar, Macron hat das Wort Bodentruppen benutzt. Okay? Und das ist die rote Linie. Weil wenn ein Politiker eines Schlages von Macron, das ist ja kein Einzeltäter, das Wort Bodentruppen benutzt, mit der Force, was sie alles haben. Ich habe noch schneller redet als sonst. Ich hatte aus Versehen die Geschwindigkeit noch hochgeschaltet vom Beitrag von Dieter Dehm. Eine Atommacht. Dann ist vollkommen klar, der fühlt schon mal vor. Und wenn der dann anfängt, ja, mit irgendwelchen Special Forces und es nicht funktioniert, dann können wir ihn nicht hängen lassen, weil auch er erzählt ja das Märchen, es geht um ganz Europa, ganz klar. Und Putin würde sich ja ganz Europa holen, weil Putin ist ja auch genau wie damals Adolf Hitler mit 3 Millionen Mann in die Ukraine eingefallen, um die Ukraine zu besetzen. Ich möchte an dieser Stelle Folgendes sagen. Man kann über Putin alles sagen. Man kann auch über Adolf Hitler, ich vergleiche die nicht, alles sagen. Aber eins ist vollkommen klar. Wenn
ein Mensch mit diesen militärischen Möglichkeiten tatsächlich vorhat, ein Land zu besetzen, dann kommt er nicht mit 200.000 Leuten. Dann bringt er wirklich 3 Millionen, macht das. Wenn er das aber nicht tut, dann will er das nicht. Das heißt, er hat es gar nicht nötig. Ich sag mal den bösen Vergleich. Für Putin ist das der Bereich der Ukraine, der jetzt besetzt ist, praktisch seine Golanhöhen, die er besetzt hält. Ja, so. Und umgedreht bei den Golanhöhen, könnte man ja genauso argumentieren. Wer hat denn da die Grenzen über? Das spielt alles keine Rolle. Also hier wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Also die Golanhöhen werden seit 1967 völkerrechtswidrig von Israel besetzt gehalten. Also wer nicht weiß, was da los ist. Wenn jetzt aber ein französischer Präsident davon spricht, dass wir Bodentruppen schicken sollen und dann wird dementiert, bedeutet das, wir werden Bodentruppen schicken. Man kann nämlich davon ausgehen, das, was in den Raum geworfen wird, was sofort dementiert wird, da sind wir dabei, wenn es ernst wird, müssen wir lügen. Ihr wisst schon diesen Kollegen damals der EU und das ist das. Das ist für mich das Alarmsignal und jeder, der jetzt im wehrfähigen Alter ist, ich sag's jedem, ja, ob er es hören will oder nicht, ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob ich meine Koffer nicht gleich packe und ob ich nicht ausreise. Weil sobald es dazu kommt, dass ein Giftgasanschlag irgendwo in Kiew oder so, wird es einen Ausreisestopp geben. Dann wirst du dein Geld auch nicht mehr von der Bank abheben. Das wird dazu sein, wie in Griechenland, 50 Euro pro Tag. Dann bist du hier. Und das gilt auch für die vielen Flüchtlinge. Wir haben ja auch 200.000 ukrainische Flüchtlinge hier, auch im wehrfähigen Alter, viele darunter. Wenn du dann glaubst, ausreisen zu können, hast du dich geschnitten. Du bist nämlich Kanonenfutter. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie verlogen und wie naiv das ist oder wie naiv die uns glauben, dass wenn sie so etwas in den Raum schicken, dass sie denken, na, da hat sich jemand versprochen, da wird ja übertrieben und das würden wir ja niemals aufgreifen. Wir bauen in diesem Land Rüstungsfabriken von Rheinmetall. Wir bauen sie in der Ukraine. Wir haben die Ukrainer und die Russen und praktisch beide durch Minsk II in diesen Krieg hineingetrieben. Wir hatten die Möglichkeit, dass wir in der Türkei verhandeln konnten und Frieden war. Das wurde von einem britischen Politiker wurde das sabotiert. Und zum Niveau möchte ich nochmal Folgendes sagen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal Hangar 7 geguckt hier von dem Kollegen Servus TV. Ja? So. Und da war Herr Kujat, jemand, dem man sagen kann, es gibt keinen General, der mehr hohe Position innerhalb der NATO hatte und der das alles auch gesagt hat. Und dann setzen sie ihm dann irgendeine Hupfdohle, die 20 Jahre lang in Deutschland lebt und ukrainischen Hintergrund hat, vor, die dann den allerletzten Schwachsinn von sich gibt, nach dem Motto, es hätte niemals Friedensverhandlungen gegeben, das wäre alles russische... Was? Warte, darauf müssen wir reagieren. Also nicht mehr heute, aber darauf reagieren wir auch noch. Servus TV, Harald Kujat gegen noch irgendwen anders. Propaganda. Und das ist genau der Punkt. Was man erreichen möchte, ist, dass Menschen, die ein gewisses intellektuelles Niveau gewohnt waren, verzweifeln, aufgeben und weggehen. Und dann kann es losgehen. Und was wir hier im Moment erleben, ja, was die unsere feindliche Linie angeht, ist, dass jede Art von Andersartigkeit, jede Art von Widerspruch, und den sehe ich ja zum Teil auch in der AfD, der endet, wenn sie an der Macht sind, sage ich nochmal, dass der kriminalisiert wird. Und deswegen, wenn du jetzt den Ausnahmezustand irgendwie hinbekommst, weil du behauptest, Putin hätte, dann brauchst du auch keine Wahlen mehr für die AfD. Das kannst du alles mit einem Ding rasieren. Und das wurde in Thinktanks beschlossen und auf diesen Knopf wird gedrückt. Ich prophezeie das. Okay? Und warum prophezeie das? Damit, ich möchte mich irren. Damit am Ende niemand sagen kann, das hätten wir alles nicht gewusst. Weil es ist immer dasselbe. Das ist das, was so langweilig ist. Es ist immer dasselbe. Das ist 1914. Wir stolpern wie Schlafwandler in diesen Krieg und können nachher sagen, huch, da hat jemand aufgerüstet. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also die Machtverschiebungen, die wir gerade global erleben, die sind, also es wirken gerade ähnliche Mechanismen wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und das ist der gleiche Machtblock, der um seine globale Dominanz kämpft. Also der angloamerikanische. Er hat die Waffen angewendet, da wird jemand ständig beim Lügen erwischt und der ist ja mal morgen dann total... um das nochmal kurz einzufügen, ich weiß ja, ihr seid wahrscheinlich bewandert genug in Geschichte. Damals war nicht China der neue große Herausforderer, der aufgestiegen ist, sondern Deutschland. Waren es wir Deutschen, die durch den Ersten Weltkrieg besiegt wurden, wo die USA und Großbritannien ihre globale Hegemonie noch für nochmal 100 Jahre gesichert haben. Und ja, jetzt erleben wir eine ähnliche Situation und das ist eine sehr gefährliche Situation, wenn sich die aktuellen Weltmächte nicht bereit sind, an die neuen Verhältnisse anzupassen. Aktuell haben wir Atomwaffen im Gegensatz zu der Zeit von vor über 100 Jahren. Total ehrlich. Ja, okay, wir stolpern ja eben nicht. Also, ich dachte, Deutschland hat angefangen. Also ist jetzt... Ich sehe schon, da ist ein Kappa dahinter. Also ich erkläre es trotzdem, die nicht wissen. Also Österreich-Ungarn hat Serbien angegriffen, eigentlich nur ein Territorialkonflikt auf dem Balkan, aber Deutschland hatte den großen Fehler begangen, Österreich-Ungarn dafür einen Blankoscheck zu geben. Das heißt, Deutschland befand sich damit eigentlich schon... Ja, Deutschland hat dann Russland und Frankreich angegriffen und um Frankreich zu erobern, musste Deutschland über Belgien da einmarschieren.
Und da haben die Briten gesagt, Mensch, Belgien, also Belgien war so dieser Wegmarker, wenn Deutschland nicht bereit ist, einen neutralen Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich zu akzeptieren mit Belgien, wenn also wirklich die Gefahr besteht, dass Deutschland die Grenzen verschiebt und damit zur neuen dominierenden Macht auf dem europäischen Kontinent wird, also da müssen wir auf jeden Fall eingreifen. Ob Großbritannien ohne den Einmarsch in Belgien eingegriffen hätte, ist spekulativ, aber das ist zumindest das, was der britischen Bevölkerung dann als offizieller Grund verkauft wurde. Dann ist Großbritannien da eingefallen und eigentlich wollten große Teile der US-amerikanischen Elite da auch schon am Ersten Weltkrieg teilnehmen. Da war aber ein Großteil der US-Bevölkerung nicht da. Also die US-Bevölkerung, die war isolationistisch und absolut anti-Krieg eingestellt. Und auch Teile der US-Elite waren noch geprägt von der Monroe-Doktrin, also dass die USA sich auf den amerikanischen Kontinent konzentrieren und aus europäischen Machtkämpfen heraushalten sollten. Und dann durch eine massive Propagandakampagne, durch den deutschen U-Boot-Krieg, durch eine Telegram-Affäre, dass einiges passiert, aber vor allem durch massive Propaganda, die vom amerikanischen Propagandaministerium, von der damaligen Creel Commission betrieben wurde, hat man es schließlich geschafft, die Bevölkerung so weit kriegsbereit zu klopfen, dass man dann 1917 tatsächlich dem Krieg beitreten und Deutschland besiegen konnte. Denn die USA hatten vor allem neue junge Männer, die sie mobilisieren und an die Front schicken konnten. Das ist eine Ressource, sage ich jetzt. Also ist schon diese brutale militärische Logik, aber das ist letztlich das, was Deutschland ausgegangen ist. Deutschland hatte nicht mehr genug junge Männer, die es mobilisieren konnte. Und damit hat es dann 1918 diesen Abnutzungskrieg verloren. Also, ja, und die USA und Großbritannien hatten damit ihre globale Hegemonie gesichert. Sie haben dann Österreich, Ungarn haben sie ja komplett zerschlagen, das Osmanische Reich auf einige kleine Regionen in Anatolien begrenzt. Also die Friedensverträge von Sèvres, Trianon und Versailles. Da haben sie den Verlierermächten des Ersten Weltkriegs Friedensbedingungen aufgezwungen, die vernünftiges Wirtschaften dort absolut unmöglich machten. Die haben die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs gedemütigt, territorial zusammengeschrumpft und wirtschaftlich in eine Position gebracht, wo sie eigentlich nie wieder zu einem Konkurrenten im imperialistischen Nationenkampf werden konnten. Ein britischer Politiker hat nach den Friedensverhandlungen von Versailles auch gesagt, das ist kein Friedensvertrag, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Also ja, das war dann die Politik nach dem Ersten Weltkrieg. Dann gab es, also das Versailles ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Friedensverträge nicht aussehen sollten, wenn man dauerhaften Frieden bewahren will. Dann gab es noch einen Zweiten Weltkrieg und dann sind die USA, also hat sich die Position im angloamerikanischen Block getauscht. Die USA sind die führende Weltmacht geworden, das British Empire ist abgestiegen und dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch zerbrochen. Und nun sind seit dem Zweiten Weltkrieg die USA die führende Weltmacht. Und jetzt gibt es mit China eine neue aufstrebende Macht, die diese globale Führungsrolle der USA bedroht. Du hast es ja gesagt, wir stolpern ja eben nicht, sondern wir werden da ganz klar hingetrieben und lassen uns ja einigermaßen trunken und benommen und irgendwie lässig verdrängend in die Richtung treiben. Ich schließe mich an, ich glaube ja immer noch, es wird nicht Giftgas sein, oder es wird irgendeine inszenierte Unsinnigkeit bei den baltischen Staaten sein. Da wird dann behauptet, das kam ja auch schon ein paar Mal, Putin greife nach der Landbrücke nach Kaliningrad, da sind jetzt irgendwelche Scharmützel gewesen und dann wird irgendwann zurückgeschossen, weil natürlich nach den ständigen Provokationen der Russen muss man mal eine klare Grenze ziehen und Roderich Kiesewetter verkündet dann im Namen von Olaf Scholz, dass es jetzt endlich losgeht. Und alle jubeln dann wieder und freuen sich. Ich möchte mich anschließen und möchte als formal noch aktiver oder noch Reservisten, Bundeswehrsoldat sagen, macht das, was man machen kann. Ich habe denen mitgeteilt, sie können mich Reservisten nennen, wie sie wollen. Wenn sie mir wirklich eine automatische Waffe in die Hand zwängen würden, dann können sie davon ausgehen, dass ich nicht auf Seiten der Bundeswehr diese Waffe benutzen werde. Also es ist wirklich höchste Zeit für alle Soldaten dieser Bundeswehr, den Dienst zu quittieren und zu sagen, nein, ich stehe nicht zur Verfügung für diese offenkundige Kriegstreiberei, denn nichts anderes wollen sie. Ich kann mich nur anschließen. Dieter, vielleicht kannst du das Ganze irgendwie optimistisch einschränken. Kann ich eigentlich nicht so richtig, aber das Problem ist ja, wir haben eine Berufsarmee faktisch. Ich bin ja kein so ein großer Freund wie vielleicht andere für die Abschaffung der Wehrpflicht. Die hätte ich eingegrenzt, zeitlich erheblich eingegrenzt. Aber jetzt haben wir eine Berufsarmee, die werden einfach bezahlt und die werden dann nicht sagen, wir verweigern oder wir gehen nicht hin. Ich glaube auch, dass auf diese Bodentruppen sehr interessant ist, wie flexible response unsere Medien reagiert haben. Ein Teil der Medien hat gesagt, ist vielleicht doch irgendwie zu früh, zu weitgehend, zu rabiat. Aber ein Großteil der Medien hat sofort wieder auf den in diesem Falle zu recht zögerlichen Scholz eingeprügelt.
dass der nicht gleich auch noch im Zusammenhang mit Taurus, wo er sagt, wir würden sofort zum Kriegsbeteiligten werden, damit auch zur Legitimation Bomben auf Berlin zu werfen. Das wird Putin nicht tun. Aber das ist jedenfalls mit Eintritt mit Taurus und damit auch mit den Truppenteilen, die Taurus bedienen und die in der Ukraine noch überhaupt nicht dazu ausgebildet und gar nicht vorhanden sind, wäre das möglich. Ein Teil der Medien hat diesen Macron-Vorschlag als eine frische, modernisierende Inspiration unserer Außenpolitik erklärt. Wie gesagt, Wolfgang Ischinger, der Vorschlag ist ein bisschen kühn, aber nicht falsch. Also das waren so die Reaktionen der Transatlantiker aus Deutschland. Und das ist eigentlich die widerlichste Truppe, die da, ob das jetzt tiefer Staat ist, jedenfalls aus einem tiefen Untergrund aufsteigt, sowohl in den einzelnen Personen, die das Widerwärtigste und Niederträchtigste in ihre Köpfe nach oben schieben, als auch in den Medien, die eben sich allmählich dann, und da hat Kevan völlig recht, dieser etwas zu forschen Position von Macron allmählich sie hoffähig, diskussionsfähig machen und annähern. Und ich möchte bei der Gelegenheit daran erinnern, westliche Bodentruppen sind längst in der Ukraine. Wir wissen jetzt, dass die CIA dort ihre Bunker gebaut hat. Und wenn die CIA vor Ort ist, dann machen das nicht Schreibtischstädter aus Langley, deren dicker Hintern kaum durch die Tür passt, sondern sind das üblicherweise Navy SEALs oder Army Rangers oder andere Einheiten, die eben als Agenten der CIA dort eingesetzt werden. Das sind richtig echte Soldaten, im Gegensatz zu dem, was wir in der Bundeswehr überwiegend haben. Bis auf wenige Einheiten ist die Bundeswehr eine Art Karnevalsarmee. Da nimmt man jetzt vielleicht das Kommando Spezialkräfte aus. Einige Fernaufklärer kann man da ausnehmen. Ansonsten ist das Ganze eine Truppe, die dafür da ist, Deutschland in den Krieg mit einzubinden und irgendwie haftbar zu machen und dafür zu sorgen, dass wir eben mit drin sind. Ich kann da wenig Optimismus entwickeln, muss ich euch ehrlich sagen. Fürchte, es wird so kommen und kann nur bekräftigen, was Kevan gesagt hat. Das ist eine wenig ermutigende Aussicht am Ende dieser Woche. Ich bin nur, Paul, nur weil ich das vorhin nur mal gesagt habe, es gilt jetzt statt dem Pessimismus, den man immer im Kopf haben muss, auch zu schauen, wie wir verknüpfen können den Protest der Transport, Flug und sonst wie Personalien und Personalvertreter der Bauern, derjenigen, die sich eben um ihre wirtschaftliche Existenz Gedanken machen, mit dem Krieg. Denn das, was die Bauern und was andere zu erleiden haben, ist eine Folge des Kriegshaushalts. Wir haben einen Kriegshaushalt und es hat das Geld abgezogen von sinnvollen Dingen und hingeführt in die Ukraine. Ich möchte Folgendes dazu sagen. Da muss ich einfach nur mal auch sehen, mit wie die Deutschen, ja, oder der deutsche Steuerzahler an dem jetzigen Krieg, und der wird dann klein sein und dann wirken gegen das, was kommt, wieder da zur Kasse gebeten wird. Wir tragen ja innerhalb der Europäischen Gemeinschaft die größte Last, ja. Ich glaube, mit 44% auf Flüchtlingen, Cash, was auch immer. Unsere Haushalte werden dahingehend belastet, dass unsere Infrastruktur verfällt und alte Menschen Flaschen sammeln müssen. Das wird bestimmt nicht besser werden, wenn es richtig kracht. Und einige Linke haben ja auch schon gesagt, und Grüne haben ja schon gesagt, ich glaube, Frau Ulrike X hatte gesagt, wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen. SPD hat das auch schon mehrfach gesagt. Das sind alles Menschen, die ich dann nicht in der Front sehe, es sei denn, ich käme vorbei, da würde ich sie dann schon mitnehmen. Der Punkt ist der, ich glaube, alle, die sich die Frage stellen, was geht in diesem Land eigentlich ab, die sollen in ihren Geldbeutel gucken und feststellen, da ist noch ziemlich viel Monat übrig, das Geld ist schon alle. Das ist alles wegen diesem Schwachsinn, weil wir uns selbst kaputt machen. Das heißt, es bleibt am Ende auch, du musst dieses Land auch am Ende gar nicht mehr angreifen, das macht sich selbst kaputt. Wem bringt das eigentlich was? Das bringt nur Rüstungskonzernen irgendetwas, nur irgendwelchen Arschgeigen, die sich dann ja über sie absetzen und uns ganz alleine lassen. Und diesen Leuten sagt klar, die uns regieren, können es nicht. Denn wir als Nachbarn, als deutschen Russen, wir sagen dazu, ich glaube, wir sollten reden. Da ist einiges schiefgelaufen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und die andere Seite ist dazu bereit, aber mit denen kann man ja nicht reden. Nach dem Krieg kann man wirklich mit denen nicht mehr reden, weil es uns nicht mehr gibt. Das will ich nur dazu sagen, dann ist Feierabend. Und ich kann nur sagen, man möge sich nochmal den Film angucken, The Day After. Wenn jemand von solchen Optionen spricht, dann hat er überhaupt keine Ahnung, worüber er spricht. Weil eins ist ganz klar, man möge sich in die russische Seele hineinversetzen. Nach Napoleon und nach Adolf Hitler, wenn Russland noch einmal durch eine europäische Macht an den Rand gedrängt wird, ziehen die alle Register, die sie haben, weil wir, die trauen uns nicht mehr. Und das, was wir gerade vom französischen Präsidenten serviert bekommen, das, was Deutschland bisher getan hat, ist bei den Russen bestimmt nicht gut angekommen. Und die haben auch Partner, darf man nicht vergessen. Hinter den Russen stehen die Chinesen. Das heißt, wir, diese komische Provinz genannt Europa, werden in einen Krieg auf der eurasischen Platte verstrickt von einem Land, was sich außerhalb befindet. Sind wir eigentlich schon wieder so blöd? Weil wenn das wirklich der Fall ist, haben wir es nicht verdient. Ich bin jedenfalls nicht dabei und ich habe diesen Traum. Ich sitze dann auf einer Fähre irgendwo in Lange und neben mir sitzen zwei Leute, der eine hat eine Zeit und der FAZ und die gucken beide auf den Boden, weil sie mich erkannt haben. Und da wird gar nicht geredet. Ich weiß es. Weil das ist klar, die reden dann ist das schlecht gelaufen, weil das hätte man nicht wissen können. Und das ist das, was ich so ankotze. Die bringen sich dann in Sicherheit, die Kinder von Frau Baerbock, gucken da auf den Boden und Frau Baerbock, und dann ist man es nicht gewesen, die haben dann irgendeinen Job. Und das ist immer dasselbe. Diejenigen, die für den Krieg trommeln, sind nie mit dabei. Sondern wir sind dabei. Nicht nur Zeit oder FAZ. Und wir sollen hier verbraucht werden, okay? In einem Stahlgürtel.
Die können auch die Wirtschaftswoche in der Hand haben, denn was du gerade sagtest, ist nicht nur auf die Grünen beschränkt. Vor der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche stand ich gerade gestern zufällig am Supermarkt. Da steht dann als ein Beitrag auf dem Titel: So funktioniert die Kriegswirtschaft. Die Wirtschaftswoche ist auch ein Holzbringorgan, also es gehört zur Zeit oder Tagesstürmer in diesem Berliner Regionalblatt. Wir sind schon längst drin und ich mache nochmal Werbung für meine Schlagzeile dazu. Es ist schon mitten dabei oder mit Captain Jack Sparrow. Ja, komplette Kriegswirtschaft umgesattelt haben wir noch nicht. Wir haben ein großes Aufrüstungsprogramm gestartet, aber wir sind ja noch nicht auf Massenproduktion beispielsweise von Artilleriegranaten. Das würde enorm viele Ressourcen verbrauchen, würde bestimmte Rohstoffpreise in die Höhe treiben, würde zu neuen Knappheiten führen, würde uns insgesamt wahrscheinlich ärmer machen, wenn wir damit Russland Schritt halten wollten. Aber wer weiß, ob das nicht bald kommt. Die Lage der Ukraine verschlechtert sich immer weiter und wenn das so weitergeht, dann sehen wir hier vielleicht auch bald eine Kriegswirtschaft. Also die Kriegstreiber, die fordern ja schon, die Militärausgaben nicht auf 2%, sondern auf 3,5% des BIPs zu erhöhen. Also das wird ja schon alles diskutiert. Zu sprechen. Wenn ihr nicht an Geisterfilme glaubt, guten Morgen, ihr seid mittendrin in einer Geistergeschichte. Es ist Zeit, sich das einzugestehen. Ihr Lieben, geht auch diese Woche auf Nachschlag.express und sagt, welche Schlagzeile von diesen dreien hat es am härtesten getroffen. Richtig erbaulich sind sie wohl alle nicht. Wir hoffen, dass wir nächste Woche bessere Nachrichten haben und können euch nur damit trösten, was Dieter sagte, mit einem Wort von Marx. Endlich euch entlassen. Jedes extreme Ereignis geht irgendwann vorbei. Hoffen wir, dass es einigermaßen glimpflich vorbeigeht. Habt von dem Marx. Kann man wirklich nur hoffen. Diese aktuelle Kriegstreiberei, die ist brandgefährlich, wenn das so weitergeht. In einem dritten Weltkrieg kann eigentlich keiner ein Interesse haben, da der mit Atomwaffen geführt würde. Aber dass wir weitere Stellvertreterkriege gegen Russland und auch gegen China aufmachen, das kann durchaus passieren. Also die Ukraine muss da nicht der letzte gewesen sein. Und auch der Ukraine-Krieg kostet ja jeden Tag Hunderte bzw. Tausende Menschenleben. Das ist ja auch katastrophal, was da gerade im Osten unseres Kontinents so passiert. Und da, was von den Kriegstreibern in diesem Land definitiv am Laufen gehalten wird.